Hey Leute, hier ist Aldemar mit Black Mesa. Weiter geht's. Oh Gott! Hey, ein Fahrstuhl! Ey, ich hatte doch gerade mehrere Wege. Hab ich einfach gerade einen Fahrstuhl benutzt? Da oben war doch eben auch noch irgendwie ein Schacht. Feind in Sicht. Kann ich wieder zurück? Na gut. Na toll. Nein, pass auf! Ich wollte eigentlich da durch, aber ich habe das hier gerade gesehen. Okay. Jetzt sind die ganzen Minen von den blöden Säcken hier. Jetzt kommen nämlich die Soldaten. Das haben die Soldaten gemacht. Ist das neu? Nee, warte, das sind Sensoren zum Auslösen. Ja, ja, stimmt. Das sind nämlich Sentries da vorne. Oh, scheiße. Ob ich die wieder für mich benutzen kann? Wie bei... Ah, toll. Woo! Da, guck, da sind die nämlich, die Soldaten. Wäre nämlich so geil, wenn man die benutzen könnte hier. Okay. Kommt jetzt bestimmt noch mehr. Warte mal, was ist denn da? Da drauf hüpfen? Da ist was, wo ich drauf hüpfen kann. Das ist aber nur, das muss ich jetzt nicht zwingend holen. Ich meine, ich bin jetzt hier nicht super schwer. Ich glaub, Entschärfen war nie ein Ding, ne? Wir können aber den Leuten es leichter machen, die nach mir kommen. Okay. Hallo. Au, scheiße. Das ist schon schwerer. Die armen Vortigaunts. Vortigaunts! Oh ja, Vortigaunts. Was kommt mir jetzt bekannt vor hier? Aha, da ist eine. So, jetzt haben die Soldaten sich nicht reingetraut. Guck. Geil, es funktioniert! Na toll, so viel dazu. Geil! Ich darf nur nicht, Wir brauchen nur eine.
Die geht auch an. Cool, guck. Stellen wir die mal hier hin. Wenn die nicht so viel piepen würden. Okay, alles klar. Ich sollte vielleicht immer wirklich nur eine... Ach, hier bin ich. Na gut, okay. Für die Doktoren, die nach uns kommen. Oh nein, hier. Ja, du Lappen. Okay, das haben wir gelöst. Komm, machen wir jetzt mal schneller hier. Ich weiß ja jetzt, was da passiert. Ups. Also, das eine und die hier, ne? Wir haben Professuren. Alter. Alter. Es tut mir leid, die armen Professoren. Save Game. Warte mal, hä? Load Game. 520. Ja, kommt hin. Das nehmen wir. Das ist auch. Oh Mann, die Armen. Tut mir voll leid. Oh Gott. Es ist nicht nur nass, es ist glatt. You do have more ammunition, correct? Okay, boah, ihr armen Schweine. What is that stench? Du stehst da echt nicht gut. Da war der G-Man! Was ist mit dem passiert? Military Command ist auch nicht gut. Professor, lass ich mal lieber da. Jetzt wird's knifflig hier. Ey, ich habe erst zwei Waffen und... Man hätte doch bloß so eine Sentry mitgenommen, ne? Aber ich finde noch bestimmt welche, so ist nicht. Ihr Schweine! Kann ich damit irgendwas machen? Ich dachte schon. Komisch. Die Schweine, oder? Oh Mann, ey.
Ah. Guck mal, ich hab einen netten Ballermann. Teabag! Okay. Oh, noch mehr. Wir haben leider keine Granaten mehr für Munition. Das waren auch keine Granaten für den Granatwerfer. Jetzt wird's ballerig. Was? Also, wie gesagt, ich weiß noch, die Half-Life-Demo, die Half-Life 1-Demo war ein Viertel des Spiels oder die Hälfte. Bis zu diesen Hydro... Also, wie viele Stunden habe ich die Demo gespielt? Das war krass. Oh Mann. Gestörte, oder? Arme Professoren. Ich muss näher ran. Oh. Die armen Professoren. Die sind ja alle im Hinrichten. Heftsuit. Es ist halt, Gordon Freeman hat immer noch halt diesen Schutzanzug an. Besser für die Professoren drin. Bleiben sie in Sicherheit. Personnel, bla. This announcement system now under military command. Aua. Ich hoffe, es kommt irgendwann ein Half-Life-Teil raus, wo du zurück nach Black Mesa musst. Zurück dahin, wo man es angemacht hat. Das wäre mal geil, oder? Und dann findet man vielleicht noch ein paar Überlebende oder so. Oder die Geschichte von Eli Vance und Dr. Kleiner, wie die da geflohen sind oder so. Vance. Wanze. Ah, warte mal, da war irgendwas. Gereicht? Ich glaube schon, ne? Oh, das ist überhaupt nicht gut. Die Tür klemmt. Ich hoffe, das ist jetzt kein Problem. Wir versuchen mal hier durchzugehen. Huh. Alles Rucksäcke? Guck mal, hier sind sie nämlich mit einem Truck reingefahren. Also das sind die quasi aus dem nächsten Ort, Militärstützpunkt, da haben die organisiert und die haben den Befehl bekommen, halt alle Insassen zu töten, die infiziert sind oder so. Und diese Opposing Force
Lol. Und diese Opposing Force Addon zeigt halt auch die Leute, die halt dagegen sind, das einfach zu machen. Und das finde ich halt super interessant. Ich meine, klar, es macht doch keinen Sinn, dass die Leute einfach direkt alle Leute abknallen ohne Probleme. Die Alarmtür. Oh, shit! Das ist natürlich schwer hier. Oh, Mann. Nein, bleibt hier! Oh shit. Hat er überlebt? Scheiße. Er lebt noch! Boah! Wenn du wüsstest, was ich hier auf mich genommen habe, du... Ich glaube, sie hat jetzt ist er tot. Lebt noch. Da geht's weiter. Arschloch! Das haben wir nötig. Bitter. Bitter nötig. Oh, shit. Wette, die treffen gleich mein Dingens da. Wie viele Granaten werfen die denn noch? Ah! Ah, noch eine! Die Arschlöcher. Lol. Ist hier ein Medic? Tatsächlich! Guck mal, was raucht denn hier so? Der hätte eine Zigarre im Mund? Ich fass es nicht. Scheiß Rambos. Rauchen kann tödlich sein, wie ihr seht. Okay, es wird Zeit hier aufzuhören. Es wird es bestimmt wieder ballerig. Also bis zur nächsten Folge im Blick Mesa. Bis dahin wie immer, Leute. Haut rein.